Ja, die letzten Schüsse waren nicht nötig, aber es bringt mir nicht, wenn ich mit dem Gatling-Laser auflade und dann 3 Kugeln in den nächsten reinhaue, deswegen. Oh, Gunner, Mr. Gutsy. Wann haben wir den denn getötet? Hier, Cotsworth. Das bist du. In cool. In Militärversion. Ja, wäre cool, wenn wir unseren Mr. Handy zu einem Mr. Gutsy aufrüsten könnten. Weil er dann einfach stärker ist und Plasmawaffen hat. Ja, sind wir da oben durch? Ich meine, da waren wir drin, da waren wir drin. Okay, dann sind wir jetzt auf dem Stockwerk hier. Wir gehen jetzt von oben nach unten die Stockwerke durch. Ich war gerade irritiert von den Plätschern, aber das waren wahrscheinlich Tropfen. Ah, man sieht die Tropfen auch. Nur ab hier sieht man sie nicht mehr, deswegen war ich verwirrt. Ne, das ist cool gemacht. Meister. Wir können es aber auch einfach öffnen, weil wir es entriegeln haben. Aber trotzdem. Kann er nicht haben. Ist eh total easy. Türfernsteuerung. Tür öffnen. Ist ja nicht so, als wenn ich schon offen wäre. Aber das ist auf jeden Fall der Bereich, den wir später freigeschaltet haben, hätten können. Deswegen gehen wir jetzt erstmal den Rest hier ab. Da kamen wir her. Das heißt, das ist der nächste Flügel. Das ist der Wohnblock. Ja, doof gelaufen hier. Aber die Reaktion, wie ich dem ausgewichen bin, ich glaube, das ist das Beste, was man auch in echt machen könnte, oder? Was meint ihr? Was? Was? Ja, kaum wohnen hier Raider, Gunner und so weiter, sieht sie aus wie Sau. Ich hasse dich. Ja, wir können das Ding leider nicht kaputt machen, aber ich muss meinen Hass Ausdruck verleihen. Und die haben das Ding auf jeden Fall dekoriert und vor den Fernseher gesetzt. Also die haben Geschmack, die Leute hier. Beziehungsweise verstehen was von Kunst. Oh, denkst du, du kannst dich besiegen? Ich habe Power-TS. Und du nicht. Sehr gut. Ja, eingelegtes Fleisch. Nein, danke. Da können wir ganz viel von aus der Konservenfabrik mitnehmen, wenn wir wollten. Auch wenn er den Besitzer getötet hat. Warum auch immer. Aber na gut. Ja, dann Creed. Ihre Befehle. Stellen Sie sicher, dass sich alle Bewohner am Vault-Tec-Rehabilitierungsprogramm beteiligen. Das ist wahrscheinlich Randalls Terminal. Es ist von entscheidender Bedeutung für unsere Forschung, dass das Programm absolviert wird. Sie werden sich wie die anderen Bewohner verhalten. Ihre falsche Identität sollten Sie inzwischen verinnerlicht haben. Daher gehen wir hier nicht näher drauf ein. Sie arbeiten mit dem gewählten Aufseher zusammen, um Probleme bei der Einhaltung der Regeln zu lösen, ohne ihn über ihren eigentlichen Auftrag zu informieren. Nach 5 Jahren verfolgen sie ein neues Ziel. Sie öffnen das geheime Lager, das ihnen während ihrer Schulung gezeigt wurde. Lassen Sie die Bewohner die Camps aber selbst finden. Danach dokumentieren Sie die Auswirkungen auf die Gemeinschaft. Ja, wahrscheinlich sind alle wieder abhängig geworden. Das, diese Experimente, die hier fortgeführt werden, sind total krank. Beobachtungstagebuch. Eintrag vom 23.10. Das Vault-Tec-Programm hat jedem der Bewohner geholfen, den Entzug zu überstehen und sich an das Leben im Vault zu gewöhnen. Trotzdem war der Entzug natürlich eine große Herausforderung für einige der Testsubjekte. Unsere Hypothese war korrekt. Wenn es keine Alternative gibt, kann sich eine Person in jedem Fall erholen. Ich werde mich heute Nacht aus dem Zimmer schleichen und das Lager mit den suchterregenden Substanzen zu öffnen, die seit 5 Jahren hier versteckt sind. Die Isolation scheint hilfreicher zu sein, wenn die Suchterregnerei... Moment. Scheint hilfreicher zu sein, wenn suchterregende Reize fehlen. Jetzt wird sich zeigen, welche Auswirkungen diese Reize auf die Gesellschaft haben, die sich in den letzten 5 Jahren gebildet haben. Hat. Ende. Okay, ja, die hat nicht sehr viel beobachtet, muss man mal ganz ehrlich sagen. Also, schlampige Arbeit, Randall. Schlampige Arbeit. Ja, ich vermute mal ganz stark, dass das Randall war. Oh, die haben sich alle weggedröhnt. Welche Überraschung. Nuka Cherry. Ist ja nicht so, als hätten wir eiskalte Nuka Cherry, die viel geiler ist. Ich habe übrigens in der Vault, in der wir Nick befreit haben, einen brandneuen Vault 75 war es, glaube ich. Oder 79. Jetzt bin ich neugierig. Ich kann es von hier aus gar nicht sehen. Ich müsste in die U-Bahn Station. Das war hier Park Street Station, glaube ich. Auf jeden Fall gibt es dort einen Vault-Anzug und ich glaube, dass es zu jeder Vault einen brandneuen Vault-Anzug gibt. Ist aber nur eine Vermutung, weil ist nicht das erste Mal. Wenn wir hier noch einen finden, dann ist es ja wohl voll bestätigt. So. Das ist aber nicht das geheime Lager, oder?
Nee, das wird der Bereich sein, wo wir gerade eben drin waren. Daytripper. Ich hoffe, wir finden noch ein bisschen Excel. Das Zeug haben wir bis jetzt einmal gefunden. Sauberer Besen. Darauf kann sich Cotsworth einen abwichsen. Ja, wobei, ich glaube, das wird schwer mit Cotsworth, ja. Ich glaube, das ist nicht so ein Wichser, für, wie wir ihn halten. Aua, ich habe doch die Türme deaktiviert. Verdammt nochmal. Ja, machen wir mal auf. Und, ah, fast. Ach. Ja, aber es funktioniert schon ganz gut hier. Hier ist ein guter Ansatz. Das war perfekt. Geschafft. Ja, die Camps taten mir gut. Haben sich alle totgeballert, ey. Alu-Kanister. Klar nehmen wir den mit. Der ist ja schön leicht. Lass doch den armen Nuke-Attack raus. Wer hat Kontakt? Und mit wem und wie? Ist mir auch egal, ich habe Granaten. Oho. Das war knapp, ja? Ja, wir wählen mal die anderen Granaten aus. Wir haben da irgendwas Großes geworfen. Plasma-Granate. Hui! Das war gut. Aber nicht gut genug. Ja, ich stehe auf Plasma-Waffen. Ich stehe auf Plasma-Granaten. Ich musste sie einfach werfen. So, und wir hören wieder Musik. Das heißt... So. Aber das ist doch mal ein recht netter Fund hier. Große Waffen. Ein Streit gewinnt man am besten durch Lautstärke. Du hältst, ja, der kritische Schaden, den ich nicht so gern mag, wie gesagt. Aber na gut, besser als nichts. Und, ey, das sehe ich aber. Ach, das ist eine Mine, okay. Ich dachte gerade, das wäre eine Vault-Tech-Box mit einer Falle dran. Ein Uchanka. Uchankas sind russische Mützen, aber ich glaube, das habe ich euch jetzt schon öfters erklärt. Nein, ja, können wir knacken. Ist ja sehr einsteigerfreundlich. Ich glaube, den werde ich noch 100 Mal bringen, bis das Let's Play zu Ende ist. Wo können wir noch lang? Nirgendwo. Ja, die wichtigen Inhalte in dieser Vault haben wir damit gefunden. Wahrscheinlich gibt es jetzt noch irgendwo einen Comic, aber das war ja schon mal oberste Priorität. Und vor allem, das hier ist ja eine schwere Waffe. Das heißt, wenn wir hier mit einem Critical jetzt landen, haut der nochmal mehr rein. Ich muss da lang, genau. Ja, ich musste mich gerade erstmal kurz orientieren. Gerade habe ich total die Orientierung verloren gehabt. So, Residential Area ist geklärt. Und jetzt gehen wir nochmal in den Keller. Und hier unten sollten auch wieder zwei sein. Wahrscheinlich in dem großen, hässlichen Raum da. Gucken wir mal. Ach, wir haben gar keine normalen Splittergranaten. Na gut. Hier ist aber eh nur einer drin. Den VAT essen wir mal. Nee, hier ist gar keiner. Aber hier geht's weiter runter. Dann gehen wir hier mal runter. Und VAT essen hier. Oh oh. Aber das sollte es eigentlich tun. Wunderbar. Ja, jetzt haben wir hier noch einen Gegner, aber wir können uns ja hier kurz verstecken, bis wir ihn gefunden haben. Da ist er auch schon. So, das war doch eine Heldenleistung. Nur beinahe hätte das auch schief gehen können, wäre das tiefer gewesen. Ich habe nicht dran gedacht, dass wir keine Powerrüstung haben. Und das sind wir gerade beim Thema falsch haben. Ja. Des Akrobaten. Nein, danke. Ja. Ja, gehen wir mal rein. Ich bezweifle, dass wir jetzt noch was Cooles finden, aber gehen wir mal rein. Cool. Cool. Nehme ich. Brauche ich nicht. Nehme ich auf jeden Fall. Scheiß Alu. Den Kleber müssen wir auch auf jeden Fall mitnehmen. Den übersehe ich total gern und lass ihn einfach stehen. Wir müssen jeden Kleber, den wir finden, mitnehmen. So, hier unten geht es wahrscheinlich auch in den gesperrten Bereich rein, ja. Ah, das ist der Generatorraum. Ist schön, mal so einen zu sehen. Wir wagen uns mal ran. Aber ich glaube, dass man hier relativ sicher ist, ja. Ja, wir trauen uns mal hier durch. Das muss das Herz des Waltz sein. Des Waltzen? Was? Des Waltz? Hat Cotsworth das Herz des Waltzens gesagt? Ich verstehe Cotsworth nicht. Ja, wir sind wieder auf der untersten Ebene. Hier sind wir eben, oder? Da sind wir eben durch. Ja, hier wollte ich mich nochmal kurz genauer umsehen, weil die mittlere Ebene
Es gab gar keine mittlere Ebene, okay. Ja, da können wir hierüber auch wieder nach oben. Ja, wir haben hier den Generatorraum, können hier wahrscheinlich nicht viel machen. Ich bezweifle, dass wir irgendwie an dem Generator irgendwas tun können. Ich glaube aber, dass der einen wirklich treffen kann und dass das dann wehtut. Wobei, muss nicht sein. Naja, ich würde sagen, nach oben und ab in den Drogenbereich der Vault. Denn jetzt wird es interessant, ja? Ich bin mir sowas von sicher, dass wir X da finden. Was? Wer? Ja, wir haben hier jede Menge Gunner-Rekruten. Nicht sehr gut. Und das ist die große Halle, wo wir eben runter reingeguckt haben. So, wir zünden mal, bevor wir alle Ziele anvisiert haben. Weil die schon fast auf uns geschossen hatte. Und ich glaube, der hat gerade eine Granate geworfen. So, der war sogar legendär. Ja, und eine flinke Pistole. Schnellere Bewegung beim Zielen. Okay. Heißt das eigentlich, wir werden ja nicht wirklich langsamer. Doch, wir werden langsamer beim Zielen. Ich möchte das mal ausprobieren. Ob das mehr Geschwindigkeit als die Gesamtgeschwindigkeit sein kann. Wow, 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 wow. Guck mal. Wenn wir jetzt seitlich gehen, sind wir schneller. Und wenn wir dann vorwärts gehen, jetzt geht's nicht. Doch, wir können dadurch schneller werden. Wir sind dadurch schneller, oder? Bilde ich mir das ein. Also das ist die normale Geschwindigkeit. Nee, wir sind nicht schneller. Aber es buggt irgendwie kurz rum, wenn wir das machen. Ab und zu. Ah, okay, jetzt habe ich es verstanden. Es muss erst der Effekt einsetzen und wenn wir dann loslassen, sind wir schneller. Aber nur kurz, deswegen kann man es nicht für irgendeinen Bug abusen. Leider, leider, leider. Was gibt es in der Küche? Mit einem Blick sehe ich ein Tablett. Das reicht mir schon. So, Kuchenform ist anscheinend auch Alu. Mehr Camps, aber nicht so viele. Ja, das war aber nicht der Raum, der ich gedacht hat. Es war nicht die Aula. Das meine ich. Was ist denn das? Ach, eine Dose. Gib her. So, von da kamen wir. Das heißt, wir gehen da lang weiter. Hier geht es zur Klinik und zum Klassenraum. Yo, Bolt. Das ist eingestürzt, ja. Ist nicht gut. Hallo. Auf Wiedersehen. Oh. Der macht ganz schön Damage, kann das sein? 55, holy shit. Also auf dem Kopf tut das Ding ganz schön weh. Du regelst das schon. Ich heile mich währenddessen. Na komm schon her. Ich bin zu doof zu treffen. Mit Revolvern stelle ich mich immer so unbeholfen an, finde ich. Nehme ich. Ja, aber wenn der trifft, tut er echt weh. Vor allem ist man damit echt schnell um die Ecke. Hallo? Ja, wir gucken nochmal hier rein. Stirb! Der ist echt eine Todesmaschine, glaube ich. Bin so ein bisschen planlos gerade. Psycho. Ja, wir kriegen hier echt jede Menge Drogen. Entgiftungs... Anlagenterminal. Ja, der konnte uns irgendwie nicht erreichen, wo der stand. Ist aber, glaube ich, auch ganz gut gewesen. Ja, wir können wahrscheinlich hierüber einfach die Tür öffnen. Ja, wir hacken sie aber. Wir dietrichen sie aber. Wir müssen durch den Terminal. Okay. Was ist denn die Entgiftungsanlage? Wow, 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 wow. Das ist der Kommandant, ja? Pass mal auf, du. Oh, er hat ihm den Kopf abgekreissägert. Haben die den da entgiftet oder warum war der da alleine drin? Der hat auch keine Notiz oder so. Whisky. Ja, um den Schmerzzylinder natürlich. Buff out. Ja, haben wir mehr als genug von. Was sind denn das für Dinger hier? Ach, das sind so Projektoren. Die haben die so vor Leinwände gesetzt. Okay. Ah, ich verstehe. Das ist der Entgiftungsraum.
Heißt Hardcore stehen bleiben, mit anderen Drogen vollgepumpt werden, bis man clean ist, ja? Blutpakete. Ich muss mal wieder den hier nehmen. Kronkorkenmine. Wecker. Der Wecker ist nicht sehr praktisch, aber wir nehmen ihn mit.